Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, wir waren gerade beim Brunnen und haben uns abgekühlt. Wir sehen bestimmt aus wie räudige Hunde. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, das ist der Hannes. Ne? Moin, Leute. Moin, Sevatz und so weiter. Servus. Und überhaupt. Und Gurden. An Gurden wünsche ich euch, jawohl. An Gurden. Wir wollen nochmal eine Maß testen, bevor der Hannes wieder abfahren muss. Eigentlich haben wir die Pfeffi-Maß kreiert, selbst erstellt, die habe ich noch nirgendwo gesehen. Der Ramses hatte die Idee einer Gletschermaß. Jetzt ist das Problem, dass das, was ich gefunden habe, was da rein sollte, das Schwarzbacher Gletscherweißer, überall vergriffen ist. Wir haben überall angerufen, Kaufland, Norma, Rewe, Edeka, Sackgasse, sonst was hin und her, ist momentan nicht lieferbar. Wir mussten jetzt umswitchen, wir haben gegoogelt. Nach dem Bavaria Blogger, das sind zwei Dudes auch aus Österreich, die haben mal eine Blackout Maß getestet und haben die zurecht gemacht. Und die wollen wir jetzt ein bisschen nachmachen, probieren. Wie immer ist es nicht 1:1, was ich euch aber vorher noch zeigen kann. Wir waren schon wieder im Edeka und endlich habe ich diesen Pfefferminzlikör mit Kokos gesehen. Nordbrand Pfefferminz, der Pfeffi, nach der Pfeffi Maß kommt der Pfeffi Kokos, aber nicht hier. Den stellen wir mal weg. Das ist mal so für ein Tasting irgendwann. Und wir sind heute am Start natürlich mit unseren Krüge vom iScorpions gesponsert. Yep. Wieder mal ein neuer Krug fürs neue Tasting. Wir fangen an mit einem Franziskaner Weißbier. Weißbier Premium Weiße. Das Bier kommt rein, das ist komplett. Das ist der halbe Liter. Und der andere halbe Liter, jetzt haben die gesagt, da muss Cola rein. Diesmal habe ich eine normale Pepsi. Ja. Er hat Pepsi Max, also Zero. Dann soll da Orangensaft rein. Deswegen habe ich Orangensaft mitgebracht. Extra Valensina, weil das ist der beste. Richtig. Dann soll da Wodka rein. Weil wir sind ja keine Trinker. Das heißt, wir kaufen keine ganze Flasche. Wir kaufen einfach einen kleinen Rutscher, packen den rein und dann ist das gut. Wir brauchen nicht mehr. Wir sind keine Wodka-Trinker. Außer der Hannes. Ja, aber ich schon. Nicht. Dieser kleine Wodka und dann als letzte Zutat, damit ich... Pushkin Black, aber wir haben jetzt einen echten Nordhäuser Likör. Johannisbeer. Ja. Normalerweise für die schwarze Färbung eine Blackout, also neben dem normalen weißen Wodka, der schwarze Wodka, der Black Pushkin hatten sie nicht. Wir wollten nicht nochmal die ganze Stadt abklappern. Wir hatten die Auswahl zwischen 360 Wodka in schwarz, ja, für 1000 Euro oder einfach für 4 noch was. Nordhäuser, ja. Johannisbeer, Likör. Der, ja, macht auch schwarz, das ist egal, das ist nicht 1:1, das ist trotzdem eine Blackout-Master vom Geruch her, nein, vom Geschmack, nein, auch nicht, von der Farbe her zumindest. Wir fangen wieder an natürlich mit unserer Holbe, packen uns jetzt hier erstmal die Gläschen her, machen wir erstmal das Bier auf. Hier, Hannes für dich, weil du der, okay, Hannes bist. Erstmal das Weißbier, das ist die Grundierung fast für jede Maß. Also nicht unbedingt Weißbier, geht natürlich auch helles, geht auch schwarzes, geht auch Pilz, geht auch Export, geht auch alles. Erstmal das Bier ins Glas. Das ist natürlich jetzt very trüb, weil das helle, das war durchsichtig, aber hell, das und ist das Natur ist halt, trüb, ja, das ist halt so richtig. Ein naturtrübes. Es ist halt wie es ist, ne? Sag mal so wie es ist. Ich würde als nächstes sogar erstmal, damit zu dieser schönen Weizenkonsistenz und Note der Wodka kommt, würde ich diesen ganzen Rutscher Wodka erstmal reinpacken. Ich weiß nicht, wie voll das dann wird. Also einmal den Wodka oben drauf. Das ist gut, da ist noch Platz bis zum Kringel. Was hauen wir jetzt rein? Hauen wir jetzt erstmal den echten Nordhäuser rein? Ich würde, oder, jetzt erstmal Cola reinpacken. Okay, dann hauen wir jetzt den Cola rein. Damit wenigstens auch mal was Nicht-Alkoholisches drin ist. Vielleicht Cola bis zum Rand, also von dem Kringel erstmal. Cola bis zum... Das Kurssinn der Chor. Cola bis zum Kringel, komisches Ding. Dann schüttel ich so lange mal kurz den Valensina Orangensaft. Es ist wie immer eigentlich, der Liter ist eigentlich voll. Aber es ist ja trotzdem noch so viel Platz im Ring. Und
der muss jetzt noch Orangensaft und Johannisbeer Nordhäuser Korn-Dings. Echter Nordhäuser-Likör rein. Der Nordhäuser, das sagt bestimmt direkt runter, Hannes, mach Nordhäuser rein, komm. Okay, mach Nordhäuser rein. Mach Nordhäuser bis zur Hälfte von dem Rest, der wo fehlt. Da ist dann gleich, eigentlich hätte man den als letztes machen müssen wegen der schwarzen Färbung, aber wir machen das halt jetzt. Er wird auch nicht schwarz, es wird halt einfach richtig rot. Rot wieder. Das ist die Redout-Maß wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ja, der ist, jetzt sieht man es erstmal, dass der rot ist und nicht schwarz. Also tun wir den mal da rein. Mein Gott. Ungefähr so ein bisschen. Damit das noch schön ein bisschen fruchtig wird. Neben dieser super roten Färbung, guckt euch das an, das sieht aus wie Akirschmoas. Das ist Akirschmoas. Hm? Kommt jetzt noch der Valenciana. Das ist sogar mildes Frühstück, Orange. Der ist ja gut. Vor allem ist der ist günstiger als der andere, die eigene Hausmarke. Wahrscheinlich war der gerade im Angebot, in der Werbung oder so. Der hat nur 99 Cent gekostet, die anderen auch schon 1,19. Der riecht richtig fruchtig, der riecht richtig lecker. Ich tu mal bei mir hier rein. Du tust bei dir mal rein. Oh mein Gott. Das sieht brachial aus. Bei dir kommt gleich alles rausgeschossen. Guck dir das an. Das ist die Hannes Moas. Das ist die Ramses Moas. Der Valenciana, den nehme ich mit heim. Den muss ich so trinken. Der muss eisgekühlt sein. Dann der noch ist mal. Gut. Der ist du hast gerade einen Schluck von deiner Cola genommen, oder? Ja, ich habe gerade einen Schluck genommen. Ich habe gerade als Erfrischung noch einen kleinen Schluck. Aber kurz, solange die noch kalt ist vielleicht. Ja, richtig. Etwas Frisches, etwas Brachiales rein und dann passt es. Die Stimme ist immer noch kaputt. Die Stimme ist immer noch weg. Ihr seht auch hier von dem Nordhäuser, da ist schon ein bisschen was weg. Ne? Hier hat so viel fehlt, alles hin und her. Bei dem Pfeffi-Maß ging es vorhin richtig gut auf. Vielleicht kann man sogar den Nordhäuser mit dem Orangensaft noch mischen später für was anderes, für ein wildes Experiment. Das ist halt jetzt keine richtige Blackout-Maß. Ne? Das ist die Red-Hair-Maß, die Red-Nose-Day-Maß. Genau, es gibt doch den Red Nose Day. Das ist die Red Nose Day Mars. Das werden wir die aber jetzt nicht nennen. Wir werden mal kurz probieren. Ich sage Prost, Hannes. Ich hoffe, Prost. Die Orange fliegt dir ins Gesicht erstmal ganz oben. Ja, das hat was. Richtig fruchtig. Ja. Eigentlich merkt man gerade fast nur, also ich merke eigentlich richtig extrem Orange und Johannisbeer. Und den Wodka merke ich etwas, aber nur. Ich merke hier komplett einfach das ganze Früchte-Ding, das ist, schmeckt einfach wie ein warmer Saft gerade. Das ist alles wieder komplett warm, es ist hier, wir sitzen wieder in der prallen Sonne, richtig warm. Ist es dir zu lasch? Willst du lieber nochmal Nordhäuser nachfüllen? Oder nee, willst bin, du lieber Orange nachfüllen? Nee, ich bin zufrieden mit der Mischung. Die ist gut. Die Mischung ist so perfekt. Ja, gut. Die finde ich so perfekt. Dann haben wir jetzt die Orange Red Nose Day Jodelmaß. Dann würde ich sagen, war es das eigentlich? Von unserer Seite aus. Man muss es ja nicht immer leer trinken im Video. Wir haben letztens richtig auch bei der Pfeffi-Maß, also vorhin heute früh, auch 5 Stunden hier gesessen, bis wir damit fertig waren. Wir sind auch nicht mehr die Jüngsten, wir werden auch immer älter. Ja, das stimmt. So. Falls wir irgendwann in den Genuss kommen, mal Gletscherwasser zu bestellen und Eismint-Likör, dann gibt es bestimmt auch mal eine Gletschermaß. Aber da brauchst du erst wirklich diese zwei Zutaten. Das sind die wichtigsten, die Hauptzutaten im Prinzip. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus? Dir schmeckt's? Mir schmeckt's. Ich finde es schön fruchtig. Ja. Das andere vorhin nach dem Ende hin, das war so extrem, immer so richtig pfefferminzmäßig, richtig brutal. Ja. Es wurde immer mehr. Je weiter runter du auch gekommen bist, war das immer aufdringlicher irgendwie. Das wird sich sicherlich auch noch verändern im Geschmack. Wir nehmen nochmal einen Hieb. Und wenn sich nichts ändert, würde ich sagen, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Hannes. Angurden wünsche ich euch. Und Hannes Angurden. Das Angurden, ist genau. Das ist immer so. Angurden. Prost. Prost. Boah, schmeckt sehr nach Johannisbeer, immer noch. Ich glaube, das ist die heftigste Zutat an dem Ganzen.
Wahrscheinlich, ja. Was ja gar nicht so wäre, wenn man Black Pushkin hätte. Dann würde es mehr nach Wodka schmecken wahrscheinlich. Man kann ja nicht alles haben. Jetzt sitzt noch was an der Kamera, das ist aber süß. Jetzt ist es weggeflogen. Also ciao.